Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, doch dem Thorsten, mit einer weiteren Folge Clash Royale. Ich habe so ein bisschen in meinem Deck gearbeitet. Ich werde euch das mal zeigen. Und zwar habe ich mir den Golem auf Level 4 erschnort. Das heißt also der epische Sonntag. Ich habe ihn immer mal wieder genutzt, aber ich habe den Golem auch ab und zu mal gezogen. Brauchte also nur noch einen. Habe ihn auch gelevelt und habe gedacht, ich mache mir mal ein Golem-Deck. Ist auch gar nicht mal so schlecht, finde ich, gewesen. Also ich habe schon so ein bisschen damit geholt. Wir können hier mal gucken. Manchmal überrascht man mich ja auch ein bisschen. Dann bin ich ein bisschen langsam. Weiß nicht genau, was setzt denn jetzt. Und aber ich glaube, in dem Kampf hier sah das noch ganz gut aus. Er ist also mit seiner Queen und einem Schwein hier zuerst rausgekommen. Und da musste ich schon relativ schnell reagieren. Hab jetzt aber schon gesehen, dass er das Holz einsetzt und diesen doofen Inferno-Turm. Ich weiß nicht, was das soll, dieser. Ich meine, er hat mich eben in einem Kampf extrem abgenervt, muss ich sagen. Hat er auch geschafft dann mit dem Turm. Aber hier lenken meine Skelette jetzt die Goblins ab und mein Ballon geht schon mal ganz gut durch. Also fand ich jetzt relativ in Ordnung. Und ja, ich muss mal gerade gucken. Ah, guck mal. Wenn ich das so hoch halte, dann sieht man auch mein Mobile Device. Okay, dann halte ich es mal nur so hoch. Dann sieht man es nämlich gar nicht. Das finde ich gut und ich gucke nicht ganz so nach unten. Und er kommt hier vermehrt mit Bodentruppen, also hat jetzt nicht sonderlich viel aus der Luft hier im Petto. Aber immer wieder dieser blöde Inferno. Der hat mich natürlich ein bisschen abgenervt. Ich habe dann hier und da auch mal gerne die Zeit ablaufen lassen, um natürlich meinen Golem irgendwie in Szene zu setzen, denn der sollte letztendlich hier der Heilsbringer sein in den Kämpfen. Jetzt haut er mir hier gleich eine Rocket rein. Die ist sicherlich nicht schlecht, die macht ein bisschen Schaden am Turm und macht ein bisschen Schaden am Golem, aber auch nicht wirklich viel. Kommt jetzt nochmal mit den Goblins, da setze ich meinen Elektromagier dazwischen, der macht ja doch denn echt einiges am Schaden im Backend und hält die Truppen einfach ab. Der Golem latscht jetzt relativ behende durch. Ich setze jetzt auch mal mein Holz und die Queen ist mit einem Blitz weg von dem Elektromagier und so wirklich kommt er hier nicht hinterher. Vor allen Dingen also echt stark nach wie vor der Elektromagier im Backend. Hätte ich nicht gesagt, dass der nach wie vor so durchrotzt und jetzt zieht er sogar noch mal einen Blitz auf den Hogrider. Der kommt überhaupt nicht durch. Jetzt versucht das hier mit der Queen. Ich komme jetzt aber mit meinen Elite-Barbaren. Und schön, dass er hier die Goblins gesetzt hat. Jetzt gehen die nämlich schön mittig durch. Und mein Megalakai kriegt noch ein bisschen Schaden auf dem mittleren Turm. Hab jetzt noch, ja gut, der Ballon wird ganz, ganz sicher durchgehen mit den Truppen hier, denn immer noch der Elektromagier, der ist nicht klein zu kriegen da in der Mitte. Das ist echt krass, kann man nicht anders sagen. Und dann waren das hier, ja, schöne drei Türme. Und also ich habe mit dem Deck wirklich schon ganz, ganz gut gespielt, denke ich mal. Das könnt ihr hier in jedem Fall sehen. Ich muss mal schauen. Ja, hier habe ich mich ein bisschen überraschen lassen. Schon echt starkes Deck. Nach wie vor tue ich mich ja schwer. Und er kommt hier, glaube ich, direkt mit den Elite-Barbaren und einem Wutzauber. Da wusste ich erst gar nicht, Mann, Thorsten, was machst du denn da? War ich echt ein bisschen perplex. Da kriegt er nämlich schon etliche Hits auf meinen Turm. Ich habe ja erstmal das billige Kampfholz gezogen mit zwei Elixier nur. Und direkt dahinter die Musketierin. Auch die finde ich im Backhand genau wie den Elektromagier richtig stark. Und aber er wusste sich nicht wirklich zu helfen. Ja, jetzt kriege ich, glaube ich, sogar noch einen Hit. Ja, ich krieg noch einen Hit auf den Turm und er hat aber schon jede Menge Elex, oder wesentlich mehr Elex verbraucht als ich. Also konnte ich hier ganz behende mal meinen Ballon setzen. Ja, ich weiß, das ist eine ganz billige Taktik. Aber wenn der durchgeht, dann lässt er die Bombe am Turm fallen und dann ist das schon mal ein bisschen Schaden. So muss man es ja sagen. Ihr wisst, Kleinviech macht
auch in der Regel Mist. Und deswegen bin ich auch da immer für zu haben, für solche kleinen, feinen Sachen, die mich so ein kleines bisschen weiterbringen. Ihr wisst es, Clash Royale, nicht mein Game, aber ich nehme heute auf und das freut mich ganz besonders. Ich habe auch eine schöne Truhe, habt ihr schon gesehen, die ich öffnen kann. Die werde ich jetzt auch dann über die Nacht laufen lassen und mal gucken, ob wir dann so ein kleines Mega-Chest-Opening machen. Ja, ist ja so ein ganz billiges Opening, weil ich hier jetzt auch nicht so die Riesentruhen kaufe und auch jetzt nicht so unendlich viel Geld in dieses Geld stecke, um euch zu zeigen, wie man hier legendäre Truhen oder magische Truhen öffnet. Das könnt ihr viel besser als ich und auch selber. Ich versuche mir hier alles relativ legal zu erspielen. Klar werfe ich auch mal einen Euro ein. Entwicklerunterstützung nenne ich das ja immer. Und man sieht ja ab und zu mein Device. Ja, das geht echt gut mittlerweile, muss ich sagen, am Handy diese ganzen Sachen hier. Und das freut mich auch. Da kann ich euch auch wesentlich mehr zeigen, was ich eigentlich auch am Mobile Device nicht drauf habe, aber was ich zumindest imstande bin, irgendwas zu tun. Und ich glaube, jetzt gehen meine Truppen da in jedem Fall durch. Ja, keine Chance für den Magier. Sauber gemacht. Und ich glaube, jetzt kriege ich dann überhaupt einmal den Golem raus. Ich glaube, ich kriege ihn gar nicht raus. Ich habe mich hier entschieden, den Loon weiter reinzusetzen. Denn Elektromagier und Musketierin machen da schon so viel Schaden. Die beiden Feuergeister packen natürlich den Ballon auch nicht mehr. Ja, super Ding hier. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Live-Angriff mit dem Deck. Denn mir fehlt noch eine Truhe für die Kron-Truhe und ich bin noch Arena 9. Ihr wisst es, ich hänge immer ein bisschen fest. Und wenn ich mal ein, zwei Tage keine Folgen hier in diesem Game spiele, dann liegt das einfach daran, dass ich mich wieder quäle, nach Arena 9 zu kommen, um euch Arena 9 Kämpfe zu zeigen und nicht 8 Kämpfe oder so, ja? Also gehen wir mal rein und gucken wir mal, was wir jetzt für einen Gegner bekommen. Ja, schauen wir mal. Oh, okay, Starterdeck ist jetzt nicht so gut, aber ist schon mal was für die Verteidigung. Mal gucken, mit was der Gegner so rauskommt. Und da lassen wir uns mal überraschen. Er kommt noch mit gar nichts. Ihr wisst, das hasse ich auch, wenn der Gegner mit so gar nichts kommt, ja? Also ich jetzt eigentlich mit einer Truppe starten muss, damit ich mich da nicht so ein bisschen oute, aber damit er ein bisschen in die Pflicht kommt. Dann nehme ich mal ihn hier und ziehe mal den Elektromagier nach, aber meine Musketierin mal vor. So, das Kampfholz als Abwehr, ja, genau für die. Wunderbar, das hat schon mal gut funktioniert hier. Dann kriegt der Turm schon mal ein paar Hits, zumindest vom Elektromagier, und vielleicht gehen die Minimagier und die Minimagier, die kleinen Skellies hier noch ein bisschen durch mit so ein paar Hits auf den Turm. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann schicke ich sofort meinen Ballon nach, der flitzt auf den Inferno. Scheiße. Auf ein Inferno. Yay. Ach ja, okay. Den Inferno sitzen wir wieder aus, aber wir sind jetzt sicherlich leicht im Vorteil, denn er hat noch nichts auf unseren Turm hier geschafft. Und da hat er sich gedacht, ich setze Skellies. Aber ach nee, was ist das denn für ein Mist? Wieder mal eine Truppe nicht gesetzt. Da war ich nicht wirklich fingerbereit. Jetzt muss hier die Musketierin unbedingt kommen. Und ja, das Kampfholz habe ich jetzt leider nicht. Okay, da kommen wir jetzt nicht durch, aber er kommt auch nicht wirklich zu uns durch. Dafür ist die Musketierin dann ein bisschen zu stark. Oh, super. Ja, das lassen wir. Das verteidigen wir mal. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt hier oben links, damit er richtig in die Verteidigung kommen muss, unseren Golem. Oder? Oder nicht? Oder doch? Doch. Das machen wir mal. Ja. Das machen wir mal. Er setzt zwar hier jetzt ein bisschen was zur Offense, aber das wird ihm nicht wirklich nutzen. Mal schauen. Ich ziehe hier jetzt schon den Ballon nach, denn der Elektromagier wird ganz, ganz sicher den Inferno hier immer wieder schön stören. Und mal gucken, ob die beiden Truppen hier jetzt nicht durchgehen. Ja, eigentlich will ich ja gar nicht mehr, dass er noch an meinen Turm kommt. Ich möchte ja schon vielleicht seinen dritten haben. Mir reicht der eine. Mir reicht der eine Turm hier, ja, zum Gewinn.
275 hat mein Dings da hinten noch. Den wird er sicherlich sich jetzt holen. Ah, holt er sich? Ja, holt er sich. Ist nicht so schlimm. Alles cool. Wir holen uns jetzt seinen Turm in der Mitte. Und echt starkes Deck hier, muss ich sagen. Das mit dem Golem. Wenn ich es richtig einsetzen kann, ist das wirklich super. Und ich habe 28 Pokis gewonnen. Ja, okay, nur eine Silbertruhe, das macht nichts. Aber wir haben die Krontruhe. Und wir haben 2645 Pokale. Das ist für mich nach wie vor optimal. Wir öffnen die Krontruhe, mal gucken, was drin ist. Ja, es ist ein bisschen Gold drin. Ja, es reicht vielleicht wieder für das ein oder andere Update. Und ein paar Juwelen. Ich kann euch immer noch nicht sagen, was nach was kommt. Also das habe ich immer noch nicht raus. Ich habe es mir mal nachgelesen. Aber da bin ich immer noch am Rätseln. Was kommt denn jetzt eigentlich? Ja, jetzt kommen noch ein paar gewöhnliche Karten. Jetzt kommt, 24 Mal der Ritter. Super. Jetzt habe ich immer noch zwei Stück offen. Oh, 26 Mal die Koboldgegner. Ja, das sind alles Karten, die lohnen sich immer für mich. Ja, und jetzt gucken wir mal, was jetzt noch rauskommt. 7-mal der Schweinereiter. Ja, top. Seltene Karte für mich. 7-mal. Ob das jetzt nun Spenden sind, ich spende nach wie vor gerne und ich spende immer alles. Egal, ob ich da nur eine Karte von habe oder ob ich da 5 Karten von habe. Also, echt super gemacht. Und da seht ihr es, ich habe gerade den Schweinereiter gekriegt. Ich gebe den gleich weiter. Da bin ich auch nicht irgendwie mit mir ein, so nach dem Motto, oh, jetzt spare ich mal auf den Schweinereiter, ich spende den nicht. Das mache ich nicht. Ja, also ich spende, was ich habe. Und ich würde sagen, wir machen diese Truhe hier auf. 12 Stunden läuft die. Zack, da ist er. Und ich freue mich, dass ich euch das hier zeigen konnte. Ich denke mal, es ist kein schlechtes Deck. Das könnt ihr ja mal überprüfen. Ihr habt es jetzt gesehen. Schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Geht so, bau was um, mach was anders. Und ich freue mich in jedem Fall, dass ich mit euch weiterhin Clash Royale spielen kann. Und würde sagen, bis in einer weiteren Folge, wenn der Toto mit euch mobil wieder clasht. Bye, bye. Und aus. Thank you.